Hi, wir sind hier gerade auf der IFA 2019 am Acer-Stand und ich bin hier gemeinsam mit Elmar am Start. Servus. Servus, servus. Und zwar geht es heute um Chromebooks von Acer und zwar um dieses Modell, das Chromebook 314. Das ist gerade neu rausgekommen. Meine Frage am Anfang, was ist denn dabei neu? Exakt. Das ist unser Nachfolger von unserem CB14. Das ist ein Produkt, was extrem erfolgreich bei uns in Deutschland lief. Sehr, sehr gut, vor allem bei einem großen Online-Händler, wo wir auch einen sehr, sehr großen Deal am Prime Day unter anderem hatten. Und das ist jetzt der Nachfolger davon. Wie gesagt, eben gerade frisch auf der GPC vorgestellt. Und was sind jetzt die Neuerungen an dem Chromebook 14 gegenüber dem Vorgänger beispielsweise? Ja, sehr gute Frage. Wie du sehen kannst, ich halte es mal ein bisschen in die Kamera, damit auch deine Zuschauer das sehen können, haben wir zum einen nun auf beiden Seiten USB-Port-C-Anschlüsse. Ja. Wir haben beim Bildschirm, was man sehr gut erkennen kann, deutlich schmaler geworden. Das heißt, wir haben hier wirklich das Ratio zwischen Umrandung und Bildschirm erhöhen können. Dadurch sieht es natürlich nochmal deutlich moderner, deutlich schlanker aus. Und das ist mein persönliches Lieblingsfeature hier dran. Wir können jetzt auch bereits im Einstiegsbereich, das ist ein Einstiegs-Chromebook, können wir bereits eine Touch-Funktion anbieten. Und da Chromebooks natürlich sehr, sehr eng verdrahtet sind, auch mit Android-Smartphones, ist das natürlich eine super Neuerung. Und wo, für wen ist denn dieses Chromebook gemacht? Also welche Aufgaben meistert es am besten? Also wenn ich jetzt sage, hey, ich muss Word machen oder hey, ich möchte zum Beispiel im Internet surfen. Ja. Wofür ist das Chromebook 314 ausgelegt? Genau. Also Chromebooks sind grundsätzlich vor allem für den privaten Endkonsumenten ausgelegt. Das heißt, derjenige, der nicht zockt, der nicht groß Bildbearbeitung macht, sondern der sein Notebook oder in dem Fall Chromebook wirklich zum Konsumieren benutzt. Das heißt, der streamt, Netflix ein bisschen guckt oder Twitch oder wie auch immer oder deine YouTube-Videos. Ja, ja. Oder auch, wer ein bisschen E-Mails schreiben möchte, Word geht natürlich auch. Oft ist ja immer das Vorurteil, kann ich auf einem Google-Gerät überhaupt Word benutzen, Microsoft Word? Ja, kann man, ist integriert. Wir haben hier den kompletten Apps Play Store von Google integriert. Und natürlich sehr, sehr wichtig ist der Browser, das heißt fürs Internet surfen, shoppen oder was auch immer man gerade machen möchte. Also einfach für leichte Anwendungen, browsen, Dokumente bearbeiten, Videos gucken, Netflix gucken, dafür ist das Chromebook 314 ausgelegt. Meine Frage wäre aber jetzt direkt, gibt es auch noch was Stärkeres bei Chromebooks? Denn normalerweise denke ich gerade bei Chromebooks immer daran, eben an diese leichten Anwendungen. Ja. Genau, also leichte Anwendungen würde ich das nicht mal nennen, vor allem im Konsumentenbereich, sondern ich würde wirklich sagen die Otto-Normal-Anwendung. Weil die meisten Verbraucher benötigen ja gar nicht die Performance, die sie vielleicht in ihrem Gerät haben. Und das Chromebook mit Chrome OS ist genau darauf optimiert. Also ich kann in der Regel 99% der Sachen machen, die ich eh nur mache mit meinem Chromebook für einen Großteil der Bevölkerung. Aber du hast recht, wir haben natürlich auch noch, das nehme ich mir hier einmal, eine Abgrenzung mit dem Chromebook 714 nach oben hinaus. Das heißt, wir haben hier jetzt zum Beispiel ein i5 drin, können hier auch 16 GB RAM. Für die Leute, die halt sagen, ich möchte nicht nur ein bisschen streamen und irgendwie einen Tab offen haben, sondern die vielleicht auch mal etwas komplexere Excel-Kalkulationen machen müssen, die vielleicht auch ein bisschen Bildbearbeitung machen müssen oder die dann vielleicht auch Multitab-User sind. Ich weiß nicht, ob du jemand bist, ich bin das immer, da sind dann 25 auf einmal offen und das frisst dann natürlich schon Leistung und dafür haben wir natürlich hier mit dem 714 dann nochmal nach oben hin eine klare Abgrenzung. Darüber hinaus hier auch komplett in Metall-Chassis, auch hier natürlich den Full-HD-Matten IPS Touch-Display, finde ich sehr, sehr wichtig, dass das matt ist, das Touch-Display, sieht man ja sonst auch relativ selten. Und sehr, sehr cool, hier haben wir jetzt auch einen Fingerprint-Sensor mit dabei. Also hier hätten wir schon eine klare Unterscheidung, aber 314er Einstieg, 714er dann wirklich das High-End-Gerät. Alles klar, danke vielmals für diese Erklärung und für uns geht es jetzt heute noch ein bisschen weiter auf der IFA. Ich bin mal gespannt, was hier noch so auf mich wartet. Perfekt, besten Dank.